Der Gemeindebau ist seit einem Jahrhundert eine der tragenden Säulen des sozialen Wiens und leistet einen wichtigen Beitrag zur hohen Lebensqualität. In den Gemeindewohnungen wohnen rund 500.000 Wienerinnen und Wiener. Kaum vorstellbar, dass jemand mit diesem kostengünstigen Wohnraum Geld verdienen möchte. Genau das kündigte aber der Chef der Wiener ÖVP, Manfred Juratschka, an. Er will einen Verkauf der Wiener Gemeindewohnungen. SPÖ-Politiker wie Kurt Stürzenbecher und auch die Mietervereinigung lehnen diese Forderung ab. Ich bin der Auffassung und die SPÖ ist in Wien der Auffassung, dass dieser Vorschlag vom Herrn Juratschka, dem ÖVP-Obmann von Wien, sich fatal auswirken würde für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Gemeindebauten, aber auch schlecht wäre für die Wohnsituation insgesamt in ganz Wien. Wiener Wohnen verlangt ja nur die Richtwertmiete bei Neuvermietung. Ein neuer Vermieter würde sicher auch Zuschläge verlangen. Wir wissen, dass der Preisunterschied zwischen einer Gemeindebauwohnung und einer Privatwohnung bei 5, 6, 7 Euro pro Quadratmeter liegt. Das Stimmungsbild in einem der größten Gemeindebauten Wiens, dem Rabenhof, ist eindeutig. Freude hat mit den Privatisierungsbestrebungen der Wiener ÖVP niemand. Also das Privatisieren der Gemeindewohnungen ist für mich der größte Blödsinn. Gemeindebau ist eigentlich ein Sozialbau und kein Eigentumsbau. Die Idee von der ÖVP, Gemeindebauten, die Wohnungen zu privatisieren, finde ich eine ganz blöde Idee. Weil eben sich das nur Leute leisten können, die genügend Geld haben. Und die sollen dann, wenn schon, vielleicht mal Genossenschaftswohnungen sich kaufen oder Eigentumswohnungen. Aber sollen die Gemeindebauten, also die Wohnungen, den Leuten lassen, die sozial schwächer sind und eben für Jugendliche, die Starthilfewohnungen brauchen oder auch für die älteren Personen, die bereits in den Gemeindebauten leben. Bei einer Privatisierung müsste Wien sehr, sehr viele Brücken bauen, um die armen Leute, die sich dann eine Wohnung nicht mehr leisten können, dort unterzubringen. Auch im europäischen Vergleich zeigt sich, dass sich die Gemeindebauprivatisierung nicht bewährt hat. Überall dort, wo es Privatisierungen des kommunalen Wohnbaus gegeben hat, wie in vor allem Ostdeutschland, aber teilweise auch Westdeutschland, und hat sich das sehr, sehr negativ ausgewirkt. Und ist es dann auch dazu gekommen, dass nicht mehr investiert worden ist? Wie können sich aber die vielen Gemeindebaumieterinnen und Mieter vor einer Privatisierung schützen? Immerhin hat die Strache FPÖ auf Bundesebene mit dem Verkauf der BUWOG-Wohnungen bereits gezeigt, wie schnell öffentliches Eigentum verscherbelt werden kann. Ganz wichtig ist, dass man zur Volksbefragung am 7., 8. und 9. März geht und bei der Frage Schutz vor Privatisierungen die Frage 3 mit Ja für den Schutz beantwortet.